Es soll jetzt darum gehen, eine gewisse Anzahl von Gleichungen zu lösen. X² gleich 9. Letzte Reihe. X ist gleich plus minus Wurzel 9 ist gleich 3. Das ist nicht 3, sondern? Plus minus 3. Sehr gut. So, X² gleich 6. X ist gleich plus minus Wurzel 6. Und das kann man nicht weiter vereinfachen. Man kann es höchstens noch runden oder so. Aber egal. So, jetzt kommt die Gleichung x plus 1 zum Quadrat gleich 0. Ja? Bei minus 1. Ja, aber da will ich gerne eine Rechnung haben. Also rückwärts halt. Binomische Formel rückwärts macht das Ganze komplizierter als hier. Ja? Die Formel der Nullstellen, weil 0 hoch minus 1 plus 1 hoch 2 ist 0 hoch 2, 0 hoch 2 ist 0. Ja, das ist die Argumentation über den Satz vom Nullprodukt. Ich hätte jetzt gerne aber eine Rechnung, die so funktioniert. Das ist richtig. So, wie sieht denn die Rechnung aus, wenn ich sie so funktioniere? Dann mache ich einfach. Also wie sieht die Rechnung aus, wenn sie so aussehen soll? Da steht x² gleich 9, irgendwas zum Quadrat gleich 0. Das heißt, irgendwas ist dann die Wurzel aus 0. Eigentlich mit dem Plus Minus. Was ist Plus Minus Wurzel aus 0? Wurzel aus 0? Nix. Das ist 0, nicht nix. Also ist x plus 1 gleich 0 oder x gleich minus 1. Jetzt rechnen wir das hier nochmal. Was muss ich hier hinschreiben? Ja? X plus 3 ist gleich. Wieder plus oder minus Wurzel 0 oder x gleich minus 3. So, jetzt versucht er mal die und die zu lösen. Wie muss das hier jetzt aussehen? X plus 1 zum Quadrat gleich 1. Ja? X plus 1 ist gleich plus minus die Wurzel 1. Plus minus Wurzel 1? Das ist also X. Plus oder minus die Wurzel aus 1. Was ist die Wurzel aus 1? 1. Also es ist plus oder minus 1. Das heißt, ich habe faktisch zwei Gleichungen. Die eine ist X plus 1 gleich 1 und die andere X plus 1 gleich minus 1. Was kommt hier und was kommt hier fürs X raus? Also, wir rechnen das hier, x plus 1 mal 4. X plus 1 gleich 1. Was kommt raus? 0. Also x gleich 0. Und hier? Also hier habe ich dann 1 subtrahiert. Was muss ich hier machen? Ja? X gleich minus 2. Auch 1 subtrahieren. Ich muss beides mal 1 subtrahieren, kriege ich die beiden Lösungen raus. Jo, stimmt. Die nächste Aufgabe. Ja, haben wir hier eine Lösung für? Ja? Erstmal, ja? Achso, x plus 3 ist gleich plus minus Wurzel 4. Und plus minus Wurzel 4 ist plus oder minus 2. Also haben wir zwei Gleichungen. Wie heißt die erste Gleichung? Zweite Gleichung und rechnen. So, erste Gleichung. Wie heißt die erste Gleichung? Letzte Reihe. Ich hätte lieber plus 2 gemacht. Also es ist nicht falsch, aber ich denke immer erst positiv. Gut, x plus 3 gleich minus 2 habe ich dann unten hingeschrieben. Und die lösen wir jetzt auf. Was kriegen wir bei der Gleichung raus? Letzte Reihe. X gleich minus 1. Indem ich 3 subtrahiere. Hier muss ich übrigens auch 3 subtrahieren. Was kriege ich da raus? Für das obere. Was kriege ich beim unteren raus? Ja. X gleich 1. Minus 2 minus 3 ist? Minus 5. Genau das. Gut, das sind die Lösungen. Jetzt kommen wir zur Frage. Wo ist das Quadrat? Letzte Reihe. Man hat ja die Wurzel gezogen. Quadrat, Wurzel. Quadrat, Wurzel. Quadrat, Wurzel. Quadrat, Wurzel. Immer das Gleiche. Wobei es eigentlich nicht hundertprozentig stimmt. Weil wir wissen, es kommt nicht nur die Wurzel, sondern auch noch das Plus Minus. Das heißt, das Quadrat wird zu einer Wurzel. Sonst noch eine Frage? Gut, ich sage jetzt gleich, wer diese Technik jetzt hier nicht versteht, das macht nichts, weil wir wollen heute eine Formel herleiten. Und die Herleitung dieser Formel beinhaltet diese ganzen Umformungen.